Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Zuallererst mal wollte ich mich bedanken für die vielen neuen Abonnenten, für die Hammer-Unterstützung, die ich bekommen habe, für die unglaublichen Nachrichten, die ihr geschrieben habt. Ich habe versucht, jede einzelne zu lesen, ich habe versucht, jede einzelne zu beantworten und ich bin unglaublich dankbar. Das, was ihr mir damit gezeigt habt, war, dass ihr das, was ich mache, versteht, dass ihr mehr davon haben wollt und dass ihr es unterstützt und danke dafür. In Folge 1 ging es so ein bisschen darum, wie es ist, wenn man ins Gefängnis kommt, wenn man neu eingeliefert wird, wie der Ablauf ist, wenn man eingebucht wird, welche Gegenstände man bekommt, was man bei der Leibesvisitation erlebt. Folge 2 hat sich damit auseinandergesetzt, wie die Vorteile in einer Einzelzelle sind und die in einer Gemeinschaftszelle. Auch dazu habe ich gerne eure Meinungen gelesen und es war eine tolle Diskussion. Ich freue mich immer, wenn ihr darauf reagiert. In Folge 3 jetzt geht es um etwas, was emotional sehr wichtig ist, nämlich den Besuch. Jeder im Gefängnis wartet darauf, dass Leute von draußen ihn besuchen. Es ist der einzige Kontakt zur Außenwelt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid wie Astronauten auf dem Mars und das ist eure Kontaktstelle zur Erde. Deswegen jetzt willkommen zu Folge 3, der Besuch im Knast. Ich werde es wie immer an meiner Geschichte ein bisschen deutlich machen, weil ich nur meine Geschichte natürlich am besten kenne und meine Geschichte am besten nacherzählen kann. In meinem Fall war es so, dass ich die gesamte U-Haftdauer keinen Besuch haben durfte. Weder von meiner Mutter, noch von meinen Geschwistern, noch von meinen Freunden. Ich war über 2 Jahre in U-Haft. Das heißt, in der Zeit hatte ich keinen Besuch. Es gibt in jedem Gefängnis verschiedene Besuchsformen. Meistens sind es 3 verschiedene. Die erste Besuchsform ist die sogenannte Trennscheibe. Die kennt ihr alle aus dem Fernsehen. Es hat was von dem Aquarium. Ihr sitzt auf der einen Seite hinter dem Glas und euer Besuch auf der anderen Seite. Man kommuniziert dort über eine Sprechanlage oder einen Telefonhörer. In den Filmen wird es immer sehr, sehr romantisch dargestellt. Und es gibt diesen Moment, wo ihr und die Frau, die ihr liebt, oder der Mann, der ihr liebt, die Scheibe berührt. In Wirklichkeit spürt ihr bei diesem Moment nichts. Ihr spürt kaltes Glas. Ihr spürt nicht die Haut eures Liebsten. Das ist die Realität hinter der Besuchsform. Und jetzt stellt euch vor, wenn ihr Kinder habt oder die, die Kinder haben, wie sie in diesem Aquarium sitzen und euch betrachten wie ein Affen im Zoo. Ihr werdet euch nicht berühren können, ihr werdet euch nicht riechen können, ihr werdet euch nicht fühlen können. Ihr seid getrennt durch diese Glasscheibe. Dazu rauscht das Telefon dann noch ein bisschen oder die Sprechanlage knistert. Für euch ist es keine angenehme Form des Besuchs. Dieser Besuch ist auch meistens auf 1 Stunde begrenzt. Für die Anstalt hingegen ist es sehr angenehm. Es ist der sicherste Form des Besuchs. Ihr könnt nichts übergeben, ihr könnt nichts bekommen. Es kann keinen Streit geben, keine Geiselnahme, niemandem kann was passieren. Und am Schluss kann man euch trennen ohne große Probleme. Als ich nach Straubing gekommen bin, was eine Hochsicherheitsanstalt ist, hatte ich die Besuchsform, ich denke, 1,5 Jahre lang. Danach kommt die Besuchsform Nummer 2. Besuchsform Nummer 2 findet an einem langen Tisch statt. Stellt ihn euch vor wie eine Tafel in den alten Ritterfilmen. Ihr sitzt auf der einen Seite, euer Besucher auf der anderen Seite. Jeder einzelne Gefangene darf bis zu 3 Besucher haben. An so einem Tisch sitzen normalerweise 8 Gefangene. Das heißt, 3 mal 8 Besucher sitzen auf der anderen Seite. Ihr seid durch nichts getrennt von eurem Nebenmann. Das bedeutet, ihr bekommt jedes Gespräch mit, das der andere führt. Ich war dabei, als Leute erfahren haben, dass ihre Frauen sich scheiden lassen. Ich war dabei, als Leute, mit denen ich im Gefängnis nichts zu tun hatte, erfahren haben, wie ihre Mutter gestorben ist. All diese Dinge, und jetzt müssen wir nochmal gucken. Das heißt aber auch, dass die anderen eure Geschichten mithören können. Jetzt stellt euch mal vor, wie laut es wird. In 15 verschiedenen Sprachen wird jetzt an diesem Tisch geflucht. Jeder redet, versucht in seiner Muttersprache seine Gefühle auszudrücken. Es wird immer und immer lauter. Bei dieser Besuchsform ist in vielen Anstalten das Berühren ebenfalls nicht erlaubt. Ich besuche meinen Bruder in meiner bayerischen JVA, über die wir in Zukunft noch öfter reden werden. Dort darf ich ihm nicht mal die Hand geben. Wir dürfen uns zu Beginn des Besuchs nicht berühren. Stellt euch vor, ihr kommt rein, der, den ihr besucht, auf der anderen Seite des Tisches. Ihr seht ihn und ihr dürft euch nicht umarmen. Ihr berührt euch so wie heute in Zeiten von Corona, wie wir es alle machen. Es ist ein sehr, sehr seltsames Gefühl. Danach setzt man sich, man hat den Besuch, der Besuch darf dort teilweise bis zu 2,5 Stunden am Stück dauern, es ist also ein bisschen länger. Danach seid ihr auf jeden Fall heiser. Jetzt kommt was, was ich noch nie richtig erklärt habe und ich will aber, dass ihr das versteht. Ich habe beim Besuch immer gedacht, dass für mich ist es schwierig. Ich dachte immer, ach, der Besuch darf kommen, die kommen von draußen rein, die setzen sich hin, die sehen mich, die fahren danach nach Hause. Und ich muss zurück in Zelle. Ich erinnere mich genau an diesen Moment, wenn der Besuch aufsteht und geht. Ich habe das jahrelang nur von der einen Seite erlebt. Als ich nach der Haft das erste Mal jemanden im Gefängnis besucht habe, und zwar meinen Bruder, der mir sehr wichtig ist. Er ist nicht Blut von meinem Blut, aber mein Bruder im Geiste. Von ihm werden wir noch öfter reden. Als der Besuch zu Ende war und er aufgestanden ist
und die Beamten ihn wieder zurück ins Gefängnis geführt haben, erinnere ich mich noch genau an diesen letzten Moment. Er hat sich umgedreht und hat nochmal gelacht. Und dann ist die Tür hinter ihm zugefallen und ich stand da und musste nach außen gehen. Das war der Moment, an dem ich vorher mal dachte, korrekt, der Besuch darf raus, der freut sich, der geht zurück in die Natur, der sieht die Sonne, der fährt mit dem Auto nach Hause. In Wahrheit war das einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ich habe nämlich nur gefühlt, wie ich ihn im Stich lasse. Ich hätte ihn nur nehmen müssen, umarmen müssen, mit raustragen müssen. Und was habe ich getan? Ich musste ihn da lassen. Ich habe mich gefühlt wie ein Verräter. Ich habe mich gefühlt wie ein Feigling. Ich habe mich gefühlt, als würde ich ihn im Stich lassen. Und jetzt stellt euch vor, was eure Mutter fühlt, wenn sie euch in diesem Moment zurücklässt. Als ich dann im Auto saß und begriffen habe, dass meine Mutter 10 Jahre lang dieses Gefühl immer und immer wieder hatte. Sie hat mich jeden Monat besucht von dem Zeitpunkt an, wo sie es durfte. Und jeden einzelnen Monat ist sie mit diesem Gefühl nach Hause gegangen, ich lasse mein Kind im Stich, an einem Ort, an dem es nicht sein will. Ich habe dann meine Mom angerufen in dem Moment und habe ihr gesagt, ich wusste nicht, dass es sich so anfühlt. Ich fühle es gerade das erste Mal. Es tut mir leid. Ich habe nicht gewusst, wie es für dich ist. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, ich weiß. Immer wieder erzähle ich euch von dem Schmerz, den ihr euren Familien bringt, wenn ihr kriminell seid. Gangster, Gangster, Gangster. Das ist die Konsequenz. Jetzt kommen wir zur Besuchsform Nummer 3. Die Besuchsform Nummer 3 heißt in vielen Gefängnissen Cafeteria. Es klingt toll, wir können Kaffee kriegen, man darf Schokolade bekommen und man sitzt vor allem an einem Tisch zusammen. Man darf sich umarmen, man darf Händchen halten, man darf sich küssen, wenn man eine Frau hat. Der Besuch ist ebenfalls meistens auf 2,5 Stunden begrenzt und es ist das, worauf eigentlich alle warten. Es ist fürs Gefängnis die unsicherste Form des Besuchs, man könnte was übergeben, man könnte was austauschen, Leute nehmen Dinge in den Mund, tauschen es beim Zungenkuss aus und so weiter. Nur noch mal zur Relation. Ich habe auf diese Besuchsform fast 7 Jahre gewartet. So lange war ich an dem Langtisch gesessen. Nochmal, diese Besuchsform dauert so 2,5 Stunden. Die Besuchszeit, die euch zusteht, auch das nochmal, nur damit ihr es versteht, was euer Recht nach dem Gesetz ist, ist eine verfickte Stunde im Monat. Alles andere schenkt euch die Anstalt. Und wenn ihr euch daneben benehmt, werden sie es euch wegnehmen. Deswegen macht man das. Das ist eins der stärksten Druckmittel. Deswegen hatte ich auch sehr lange immer nur 1 Stunde. Wenn ihr euch daneben benimmt, wird euer Besuch gekürzt auf das rechtliche Minimum. In der Anstalt, in der ich am Schluss war, hatte man normalerweise 5 Stunden im Monat. Das heißt aber auch, wenn ihr mehr als einen Besucher habt, ihr habt eine Frau, ihr habt eine Freundin und ihr habt eine Mutter und einen Vater. Jetzt sind eure Eltern noch getrennt, schon habt ihr 3 Leute, die euch besuchen wollen. Wie teilt ihr das auf 5 Stunden im Monat? Wem sagt ihr, du kannst diesen Monat nicht kommen? Wem sagt ihr, ach du, ich habe nur 1 Stunde, obwohl derjenige vielleicht 2 Stunden Fahrzeit hat, um euch zu sehen. Wie klärt ihr das? Bei mir hat der Moment, bis ich das erste Mal die Cafeteria betreten konnte, 7 Jahre gedauert. 7 Jahre, in denen ich am Langtisch gesessen bin. 7 Jahre, in denen ich meine Mutter nicht umarmt habe. In denen ich niemanden küssen durfte. In denen ich im Grunde nicht mal an einer Frau gerochen habe. Jetzt ist aber, die Zeiten sind jetzt besser. Wir sitzen in der Cafeteria. Alles ist wunderbar. Wir sitzen also zusammen in der Cafeteria, euer Besuch ist da, wir umarmen uns, wir lieben uns und danach gehen wir und sind alle gut gelaunt. Und jetzt möchte ich euch noch was sagen. Ihr habt diesen einen Teil, ihr kommt runter von eurer Zelle, ihr werdet durchsucht, ihr zieht euch aus, ihr geht wieder hoch in die Zelle, zieht euch aus, das war's. Euer Besuch ist 2 Stunden unterwegs vielleicht, ihr seid nicht in der Anstalt in derselben Stadt. Egal wo ihr seid, die müssen dorthin fahren. Jetzt kommen die dort an und ich will jetzt, dass ihr euch eure Omas vorstellt. Eure Oma kommt an, um euch zu sehen. Sie geben ihren Personalausweis oder ihre Aufenthaltsbestätigung oder ihre Meldepapiere an der Torwache ab. Was glaubt ihr, wie der Blick ist, den sie kriegen? Oh, schön, dass sie hier sind. Ihr Sohn oder ihre Tochter, das sind tolle Leute. Ihr Enkel, ach, das ist ein guter, der macht immer so viel Spaß. In Wirklichkeit kriegen die dort schon die erste Botschaft: Hass, Ablehnung. Sie müssen dort sich schon schämen. Dann geben sie ihren Personalausweis ab, gehen rein und jetzt geht's los. Ich möchte, dass ihr euch eure Oma vorstellt, wie sie durch einen Metalldetektor geht. Tack, tack, tack. Piep! Ja, was haben sie denn alles? Naja, machen sie jetzt mal, geben sie mal ihr Geldbeutel her, machen sie mal ihre Uhr runter, machen sie mal ihren Schmuck weg. Das alles legen wir zur Seite. Sie geht durch. Piep! Ach ja, sie trägt ein Kopftuch. Oh, verdammt, vielleicht hat sie die Haare da unter dem Kopftuch mit einem Haarspangen festgemacht. Ja, dann müssen wir das Kopftuch runtermachen. Dann müssen wir die Haarspangen rausmachen. Eure Oma wird alles tun, um euch zu besuchen. Also, zack, 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 macht sich wieder schick, geht durch, piep. Was piept? Was piept? Ihr wisst es nicht, die Hälfte von euch weiß es nicht, die andere Hälfte. Mädchen könnten vielleicht drauf kommen. Es sind die Bügel im BH. Wie wär's mit denen? Eure Oma trägt kein Sport-BH. Sie geht durch, piept wieder. Jetzt wird sie abgesondert mit der Handsonde und es piept hier.
Das heißt, sie wird in einen Nebenraum gebracht und darf ihren BH ausziehen vor fremden Leuten. Das alles tut sie, um euch zu sehen. Während der ganzen Zeit stehen andere Leute rum, die auch warten, weil sie rein wollen, die sie angucken, ah, was ist mit der los, was ist mit der los. Könnt ihr euch den Stresslevel vorstellen, den ihr auf diese Leute gebracht habt? Und jetzt kommt sie rein, nach einer halben Stunde, in der sie durchsucht und gedemütigt wurde, setzt sich euch gegenüber und lächelt. Sie wird kein Wort davon sagen. Wenn ihr sagt, wie war's, wird sie sagen, es ist alles gut. Weil sie weiß, dass wenn sie euch die Wahrheit erzählt, dreht ihr durch. Dann fangt ihr Streit an. Und eure Oma will es nicht. Sie will euch ein gutes Gefühl geben. Ihr seid dafür verantwortlich. Das ist die Konsequenz. Gangster, Gangster. Geld, Rolex, schicke Autos. Das ist die Konsequenz. Ich möchte, dass ihr das wisst. Ich habe es jahrelang nicht gewusst. Ich habe mich versteckt hinter meinem, ich bin doch im Gefängnis. Oder? Die anderen müssen mich doch besuchen. Ich würde die ja auch besuchen. Ihr wisst es jetzt. Ihr könnt euch nie wieder dahinter verstecken. Das also ist der Besuch. Glaubt nicht, dass ihr beim Besuch was übergeben könnt, wie es in den Filmen ist, eine Geburtstagstorte oder das. Ein Scheiß könnt ihr. Und wenn der Besuch vorbei ist, werdet ihr immer dasselbe Gefühl haben. Die Zeit war zu kurz. Ich habe nicht alles gesagt. Ihr werdet auf Zelle gebracht und euch fällt ein, ah, ich wollte das doch noch sagen. Und dann ist es zu spät dafür. In der nächsten Folge werden wir darüber reden, wie er dann kommuniziert. Wie kommuniziert man im Gefängnis mit der Außenwelt, wenn kein Besuch ansteht? Leute, Leute, im Grunde war es das für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Folgt mir auf Instagram, Maximilian Pollux. Wenn ihr die Sichtweisen unterstützen wollt, was ein paar Leute gesagt haben, die Sichtweisen sind der Verein, für den ich arbeite, für den ich Jugendarbeit mache. Geht auf die Webseite, schreibt uns an. Und nochmal vielen Dank für das Feedback. Peace. Vielleicht kann man das sogar am Anfang nehmen, ne? Ah, fuck. Und jetzt, jetzt will ich wieder anfangen zu schimpfen, weil alle anderen... Gott, okay. Okay. Davon kannst du ruhig was reinnehmen.